So, moin moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Vorige Folge ist ja einiges drunter und drüber gegangen. Das war so ein bisschen eines Spielflows zu schulden. Ich habe auch nochmal nachgeguckt. Es gibt noch ein Save, wo alles nicht passiert ist. Also wo alle noch leben. Gibt es ja sowieso, man könnte theoretisch einfach sagen, ja gut, da macht man ein neues Spiel. Wir haben jetzt ein paar Leute, vor allem ihn hier, der war ganz wichtig. Ne? Haben wir erledigt, hat er eigentlich was dabei? Eisfurchen, oh, die nehmen wir mit. Wintersandanwesen? Was ist denn das Wintersandanwesen? Das kenne ich gar nicht. Naja, so, dann sieht es nach einem Raubmord aus, ne? Hat sie hier noch irgendwas Spannendes? Die wollte ich eigentlich nicht umbringen, seine Frau, aber die hat uns direkt geboxt, nachdem wir ihm umgeholzt haben. Tja. Und unser Gastwirt, der Gastwirt, den hat es leider auch zerscheppert. Mal gucken, was denn hier so nachkommt an Leuten. Ich würde sagen, wir verkrümeln uns erstmal von hier. Und... Nee, wobei, wir verkrümeln uns nicht. Ich habe noch eine Sache nicht erledigt. Und zwar, hier muss ein Mädchen namens Luca sein. Ist aber ein bisschen spät, wobei ich glaube, die schläft nachts im Tempel. Ja. Gucken wir mal eben danach. So. Denkt euch die ganzen... Seht ihr? Stört doch keinen. Nicht, weil keiner mehr da ist, sondern... weil es keinen stört. Halt. So. Also ich meine, das Mädchen schläft nachts im Tempel. Ich guck mal eben nach. Denn die Tempel sind ja eigentlich schon für das Volk, ne? Also helfend. Ich glaube, ich bin hier falsch. Fühle mich schon besser. Oh, das ist doch gut. Da fühlt sich jemand besser. Wer bist du denn? Kränklicher Bauer? Kränkliche Bäuerin? Ich bin so krank. Ich halte es kaum noch aus. Du gehst auch sehr komisch. Ich halte die Schmerzen nicht aus. Gib denen doch einfach einen Heiltrank. Einen richtig starken. So 100%. Ne? Serana guckt sich an. Serana guckt sich an, was da so passiert ist. Und ja. Dann gibt es noch eine zweite Stelle, wo ich mir vorstellen könnte. Ich meine, das wäre hinterm Gasthaus gewesen. Warum lässt denn keiner dieses arme, obdachlose Mädchen irgendwo schlafen? Okay, sie ist doch nicht hier. Ich weiß nicht, wo sie ist. Diebesversteck? Oh. Guck mal, ein Diebesversteck gefunden. Nicht schlecht. Und ein dädrischer Dolch der Stürme. Oh, den nehmen wir mit. Der wiegt nicht viel. Gut. Da liegt sie. Guck, wusste ich's doch. Ihr seid der Beste. Könnt ihr mein Vater sein? So der Plan. Wirklich? Habt ihr ein Zuhause, wo ich wohnen kann? Ja, so eine Plantage. Oh, schön. Seid ihr sicher? Wird es euch nichts ausmachen? Nö. Ja, danke, Herr. Vater. Ich verspreche, ich werde die beste Tochter der Welt sein. Hast du auch eine neue Schwester. Kannst ja gleich hingehen. Ne? Und eine Sache wollte ich mal nachgucken. Die hatte ich neulich nachgelesen. Mal gucken, ob es das hier gibt. Es soll ein, Woher seid ihr gekommen? Hä? Was habe ich euch gesagt? Ach ja, letzte Folge. Stimmt ja. Da war ja was. Warte mal. Moment. So. Jo. Sekunde, haben wir gleich. Ups, daneben. Wir haben es gleich. Moment. Aber auf jeden Fall kann ich den gewinnen. Falls sich jetzt einer fragt, warum nimmst du keinen Schaden? A, bin ich ein sehr hohes Level und B, der Schwierigkeitsgrad ist nach wie vor auf Novize gestellt. Denn legendär haben wir ja mehr als genug Folgen jetzt gespielt. So. Dann haben wir das auch erledigt. Gut. Aber in den Wachunterkünften müsste es doch... Ah, doch nicht. Ich dachte, hier wäre der Kerker. Wer ist das? Besuch. So nicht. Das wird euch eine Lehre sein. Ja, sollte es auf jeden Fall. Da ist der Kerker, Mensch. Den habe ich gesucht.
So, wie wäre es, wenn wir mal eine Runde schleichen? Genau. Ach, scheiße. Warte. Ich will Fatal Shot to the Knee. Das war nicht das Knie. Es soll eine Abkürzung geben zur Diebesgilde hier irgendwo. Und ich frage mich, wo. Und die will ich jetzt mal suchen. Und meine Vermutung war, dass er halt im Kerker ist, die Abkürzung. Serana, nicht so voreilig hier, ne? Und nicht so stürmisch. Oha. Warte mal, wo geht's denn hier? Ach, hier geht's runter. Da kommen wir gerade her. Welt, wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Hä? Wo? Wo? Aber guck mal, was ich hier gefunden habe. Oh. Ja, guck mal, ich habe das Schloss geknackt. Man hätte es aber auch mit dem Hebel aufmachen können. Na, egal. So, also, wo ist denn jetzt hier... Wo geht's denn jetzt hier weiter? Irgendwo hier wird sicher das sein, was ich suche. Der Geheimgang zur Diebesgilde. Ich könnte mir halt nicht anders vorstellen, dass es woanders als in der Kanalisation ist. Wisst ihr? Ich habe mich auch nicht genau belesen, das wäre ja Spoilern. Und es macht viel mehr Spaß, Sachen selber zu suchen, oder nicht? Also außer man sucht da gefühlt 2 Stunden lang und ist einfach zu dumm, etwas zu sehen. Ich meine, zu der Kategorie kann sich jeder mal zählen, würde ich sagen. Dass man einfach, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das kann doch nicht sein, hier muss es doch irgendwo weitergehen. Lass mal die Karte angucken. Eislauf, Drachenfeste. Drachenfeste? Sollst du nach zur Drachenfeste gehen? Hä? Warte mal. Ich laufe jetzt erstmal. Also, Karte. So, hier links. Ach, da! Aber wie komme ich denn da hoch? Hier sind überall Gitterstäbe. Wie soll ich denn... Oder ist das hier... Ach, warte mal. Ich glaube, ich gehe gerade von der falschen Seite. Natürlich komme ich hier nicht weiter. Von der falschen Seite in dem Sinne, ich bin gerade in dem unteren Bereich der Kerker. Geht's hier oben irgendwo rein? Gefangeninsassentruhe. Sag ich ja, ich bin auf der anderen Seite. Und hier geht's nirgendwo wirklich weiter. Es gibt nur raus zu den Wachunterkünften. Ja, dann gehen wir doch mal wieder zu den Wachunterkünften. So. Mann, hier muss meine aufräumen. Alter Schwede. Junge, ey, das sieht ja aus wie nach einer Kneipenschlägerei bei Bud Spencer und Terence Hill. Gute Güte. Also, hier sind wir nicht richtig gewesen. Warte, ich schließe die mal auf. Oh, toll, eine Axt. Die will ich aber nicht. Gut. Es ist Tag? Seit wann ist es ein Tag? Überall liegen sie hier rum. Mensch. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Danke, hier sind sie. Keiner ist mir gewachsen, wie es scheint. Ich bitte euch nur um ein paar Septime. Vergesse es, ich behalte jede Münze selber, ich sammle die. So. Wie gesagt, die zweite Überlegung ist das vielleicht im Kerker von, Hoppala. Ich rate dir, zu gehen. Wirklich. Geh. Es ist besser für dich. Wirklich. Es ist besser für dich. Warnschuss. Also, das reicht. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Serana hatte auch schon keinen Bock mehr auf den. So. Vor allem, das hört sich immer an, als ob einer eine Flasche wirft. So. Klatsch.
Wirklich? Muss das sein? Ja, du sollst sie nicht mitnehmen. Habe ich dir schon ein paar Mal gesagt. So, und hier ist die Gefängnisinsassentruhe. Seht ihr? Was ist das? Truhe mit Beweisen. Oh. Mist. Warte. Das schaffen wir. Siehste. Also, Schlüssel zur Festung Ma. Zur Flüstertür. Krass, hier kriegt man die auch her. Zur Flüstertür der Schlüssel und zur Festung Markert. Und ich darf alles nehmen, steht drin. Dann nehmen wir doch alles mit. So, ist hier noch jemand? Nein, das ist gut, dann können wir hier ganz entspannt durchgucken. Zellentür habe ich nicht, Zellenschlüssel habe ich nicht leider. Kerkerschlüssel von Winterfeste. Ey, warte mal, von Weißlauf. Habe ich ja wohl. Moin. Ihr habt einen Unschuldigen ins Gefängnis geschickt. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch. Volle Möhre, du kannst gehen. So, Gusseisener. Oh, das ist ein Klo. Bar. Wo geht er denn jetzt hin? Maven soll verdammt sein. Eines Tages wird sie büßen. Das verspreche ich. Meint ihr, die Wachen nehmen den... Wobei, es gibt keine Wachen mehr. Wollte gerade sagen, meint ihr, die Wachen nehmen den mit? Wenn der so... Der ist tot. Warum ist der tot? Lass mich doch mal hier durch. Und ui. Ist hier das Luxusgefängnis? Aha. Vielleicht Wachunterkünfte. So, aber ich suche nach wie vor eigentlich einen Geheimgang, falls es einen gibt. Hier geht's in der Drachenfeste, da will ich nicht hin. So, also hier ist keiner drin. Da ist der untere Bereich, hier ist der obere Bereich, das heißt, hier ist nirgendwo einer. Dann weiß ich nicht, wo er ist. Ihr braucht's mir auch nicht schreiben, ich guck's nach und vielleicht zeige ich's dann mal. Ja, okay, bleib da ruhig sitzen. Gut, also im Weißlauf haben wir nichts mehr zu tun. Ich würde sagen, dann bevor wir zur nicht Rorikstadt, zur Goldhügelplantage gehen, machen wir noch einmal einen Mortal halt. Und ich würde, denke ich, einmal jetzt Serana nach Hause schicken, weil die ist mir ein bisschen zu aggressiv in manchen Bereichen. Also, wo ist sie denn? Ja. Braucht ihr etwas? Ach ja, ich kann noch ein paar Pfeile gebrauchen. Bringen wir es einfach hinter uns. 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 So, das passt. Also, du kannst jetzt wieder eine Festung. Ich bin auf Burg Volkiha, falls ihr mich braucht. Ja. Hau rein. Wie gesagt, du bist mir ein bisschen zu laienlos. Wenn's dann erstmal vom Hund her, ne? Wenn du ihn nicht kontrollieren kannst, weil du ihn nicht trainiert hast und so. Wenn es dann erstmal eine Schlägerei geht, dann geht die ja, greift die alles an. Absolut alles. Ja, hau ich dieses Huhn um, haut sie die Wache um. Ihr habt Himmelsrand von einer großen Bedrohung befreit. Ihr habt dieses Land gerettet. Und unser aller Seelen. Ja, und guck mal, was ich kann, warte. So. Moment, ich hab's gleich. So, siehst du zu? Also, ich gucke in den Himmel. Moment. Spanne meinen Bogen. Und schieße. Hey, aufpassen! Nein. Klappt nicht. Hab ich die angeschissen. Hat nicht funktioniert. Ja, Mensch. Dann halt nicht. So, wo ist jetzt der Nierenwurz, der mich hier schon wieder anschreit? Ah, da ist er ja. Gut. Was ich jetzt machen könnte, ist die Anfrage bei Kollege Schmalspur bezüglich Heilung von Vampirismus, aber das will ich noch nicht. Erstmal will ich... Warte. Was will ich denn? Hat der mir was zu sagen vielleicht? Ihr wart ein guter Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. Wer bist du? Mortal war einst ein ruhiger Ort. Aber da war die Welt auch noch in Ordnung.
Wenn also ihr mit gut. den Schlössern hier herumspielt, was braucht ihr? Werden wir ein richtiges Problem damit haben. Ich spiele mit dem herum, mit dem ich möchte. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ja, ich bin hier bestimmt Tarno oder so. Ja, ich bin Tarno in allen Fürstentümern. Ich mach, was ich will. So, das war das verbrannte Haus. Und ansonsten, ich glaube, ich habe hier gar keine Quest mehr. Ich gehe mal kurz in den Moorblick. Da ist die Gastwirtin. Warte mal, manchmal liegt hier was auf den Tischen rum. Nee. Absolut nichts. Und hier? Ich suche halt nach so Anniversary Edition Quests gerade. Die sind schon mal einfach wir irgendwo haben hingelegt nicht worden. Bieten, aber wenn ihr einen trockenen Ort für die Nacht braucht, könnt ihr hier ein Zimmer bekommen. Das ist gut. Aber ich habe ganz in der Nähe ein Haus, beziehungsweise Eure eins, was ich noch Haut bauen muss. Ist schneeweiß. Fürchtet ihr euch etwa vor dem Sonnenlicht? Nö. Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jahres sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Aber Dieten? Ja, können wir eigentlich auch mal machen, ne? Aber erstmal. Es heißt, Valion von Moortal hat Vampire, Draugre und alles, was mit Untoten zu tun hat, studiert. Das wissen wir schon. Oh, okay, also die hat nichts zu erzählen. Ja. Und nicht mal eine Barmalpatze. Ich meine, der Falkenring hat auch keine mehr. Die haben wir leider weggeholzt. Ne? Passiert schon mal. Da ist so ein Bolzen quer geflogen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll, Mensch. Ist hier Falion? Hütte des... Was? Keiner hier? Warte. Doch, jemand hier. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Oh, das ist ja toll. Das freut mich. Was sieht denn? Hier ist doch eine Händlerin normalerweise drin. Ich hab die nicht getötet. Ich schwör. Tonies Haus. Ich wüsste gar nicht, was ich hier machen soll, um Unfug zu machen. Die Kneipe ist leer. Ich könnte da hinten eine Wache wegschießen. Warum mache ich das? Ganz einfach. Ich habe mir überlegt, wo ich jetzt Retter von Himmelsrand bin, was ich noch nie gemacht habe. Ich kann ja auch mal Schwerverbrecher von Himmelsrand werden. Und dafür müssen wir Kopfgeld sammeln. Zum Beispiel so. Zum Beispiel so. Sehr gut, hat geklappt. Hat das keiner gesehen? Och Mann, ey. Warte, das haben wir gleich. Das sind beides Wachen, ne? Wache 2 und Wache 1. Und Schuss! Ich glaube, ich habe das Holz getroffen. Warte mal. Schuss! Das gibt's doch gar nicht. Sag mal. Hä? Jetzt! Ach, das gibt's nicht. Ich bin so schlecht. Jetzt aber! So, da haben wir sie. Jetzt hau ich ab. Tschüss. Aber kann ich noch mal eben kurz gucken? Warte mal. Es ist ja immer Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich töte was für euch und töte euch oder so. Also ich mache den Banditenanführer platt. Und dafür müsst ihr akzeptieren, dass eine Wache von euch drauf geht. Wo ist sie denn? Ach da. Da ist der Banditenanführer. So, Bonir, oder wie auch immer du heißt. Wir sehen uns ein andern Mal. Wer auch immer du bist. Ich habe ihn vergessen, denn nach fast 350 Folgen Skyrim kann man auch mal was vergessen, ne? Oder? Du kannst nicht warten, während du von Wachen verfolgt wirst. Ich sehe keine Wachen. Sollen die sein? Siehst du eine Wache? So, schön ablenken. Na, vielleicht will er sich da ein Stück von mitnehmen.
dann halte ich ein bisschen damit auf. So, wer ist das? Lol, hier ist Sirana. Moin. Lass uns etwas schneller gehen. Die Sonne tut meiner Haut nicht gerade gut, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, deswegen bist du auch so blass. Ich werde immer noch von Wachen verfolgt. Das gibt's ja gar nicht. Wie lange werde ich denn vom Wachen verfolgt? Oder ich habe jetzt einen Bug. Das wäre scheiße. Ich habe nämlich gute 250 Folgen laufen hinter mir. Nennt sich Überlebensmodus. Ist ganz cool, wenn man die Immersion will, wenn man Skyrim so liebt. Aber für jemanden, der so aus Jux und Tollerei, weiß ich nicht, mal so 10, 15 Stunden... Schön. Gebt mir eure Wertsachen, sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Mit der Stimme? Netter Versuch, aber mir jagt ihr keine Angst ein. Ich werde euch nicht noch einmal fragen. Das war eine Warnung, Junge, aber gut. Dann... Geht nicht fort. Doch. Ihr hättet nie herkommen sollen. Hey, was ist das da vorne? Ein totes Mammut neben einem Bär. Was? Was ist denn jetzt deine Mission, Mann? Reicht's mir. Wenigstens hat er eine schöne... Ach, Magierkapuze. Wenigstens hat er einen schönen Edelstein. So, die Wachen verfolgen mich nicht mehr. Zucker. Dann können wir los. Wie gesagt, ist eine schöne Sache. Aber wenn ihr sagt, ihr wollt mal eben kurz in Skyrim irgendwas erledigen, im Sinne von schnell, ne, dann ist der Überlebensmodus nichts für euch. Zum Testen, klasse Sache. Zum länger spielen, nur für wirkliche Hardcore-Fans, die auf The Elder Scrolls 6 waren. Hey, hier war ich schon mal. Oh, warte, da fällt mir was ein. Den wollte ich doch noch leveln. Oh, jetzt sind auch die Fledermäuse da. Mal gucken, wie viel Schaden die machen. Oha. Nice. Wie viel Schaden man auf Novizium macht. Wow! Nice. Also das gefällt mir. Das kann ja nicht anders sagen. Das gefällt mir. So, was hat denn der Banditenanführer? Geld? Ein bisschen Rüstung, aber die brauche ich nicht. Ich könnte mal gucken. Habt ihr hier zufällig... Wo ist es denn? Nein, da. Ich suche Geschenke für meine Kinder. Sowas wie Schwerter, Puppen, neue Klamotten. Ich meine, die waren jetzt so lange auf der Straße, die können mal eine neue Hose oder so gebrauchen. Jetzt aber. Und da ich mittlerweile bald in keiner Stadt mehr gesehen werden darf. Ist das eine schöne Axt? Brauche ich aber nicht. Muss ich welche unterwegs finden. Und Banditen, die klauen doch alles. Da werde ich doch bestimmt auch bei euch hier irgendwo... Warte mal. Komischer Fleck. Okay, ich sehe hier nichts. Das bedeutet, hier ist nichts. Habe ich die mitten ins Herz getroffen? Nee. Der hat noch nicht mal seine Rüstung durchschlagen und trotzdem hat es ihn weggescheppert. Habe ich nicht die Pilze da gerade eingesammelt oder habe ich jetzt seine Waffe mir vor mir hergeschossen und die dann eingesammelt? Warte. Tatsache. Genau das, was ich gesagt habe, ist passiert. Hat er nicht aufgepasst. Gut, also die Pilze brauche ich eigentlich nicht wirklich. Wir haben genug Alchemie-Zutaten. Und hier ist jetzt nun wirklich nichts, was ich noch groß brauche. Vielleicht diese Kiste hier. Da könnte ich noch mal reingucken. Oha, nice. Schönes Zeug. So, Tür auf bitte. Sehr gut. Also, Kopfgeld der Banditen haben wir uns besorgt.
Können wir dann irgendwann abholen, wenn wir mal unsere Strafe zahlen. Jetzt haben wir, was haben wir denn jetzt durch? Ich gehe mal auf die Karte und guck mal durch. Also wir haben Einsamkeit haben wir erledigt. Einsamkeit haben wir erledigt. Mortal ist erledigt. Markert, also im Sinne von Korbgeldern, ne? Falkenring auf, Weißlauf. Dämmerstern. Was ist das? Kaiserliches Militärlager, achso. Dann gehen wir jetzt nach Dämmerstern. Gab's in Dämmerstern nicht irgendein Arschloch oder so? Und ihr seid? Bringt euer Geld, aber bringt keinen Ärger. Banditen belästigen die Karawane mit jedem Schritt. Aber Khajiit vertreibt sie normalerweise. Carjo. Vor ein paar Tagen geriet ich in einen Hinterhalt. Wirklich ein großes Ärgernis. Aber viele der Plünderer hatten flinke Finger. Einer von ihnen stahl mein Mondamulett, das mir meine Mutter gab, als ich noch klein war. Es ist das Einzige, das mich in diesem kalten Land an meine Heimat erinnert. Okay. Ja, okay, holen wir zurück. Das ist ein freundliches Angebot. Wir glauben, dass die Banditen Teil einer Gruppe sind, die hier ihr Hauptquartier hat. Ihr? Seid vorsichtig. Ich vermisse zwar mein Amulett, aber ein Leben lässt sich nicht so leicht ersetzen. Das war. Mit welchen Bedrohungen muss ich kaufen? Ja. Möge euer Wehwind weht euch zu Wahrheit. 4000! Wo hat die denn so viel Geld her? Alter Schwede. Und dann hat die noch... Eieiei. Guck dir mal die Waffen an. Und dann so einen schlechten Ring. Krass. Eine Wasseratmung, Scharmützler. Essen. Oh, eine gegrillte Hühnerbrust. Hört sich lecker an. Den nehme ich dir mal ab, ne? Ich verkaufe dir jetzt einfach mal ein paar Sachen. Ich habe doch bestimmt... Ne, das ist ein besonderes Schwert. Das ist meine Waffe. Die brauche ich nicht. Oh, guck mal, den brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das, guck mal, das sind die, die Balimund gemacht hat. Das ist eigentlich meine Rekrutenrüstung. Aber ich habe mir eine eigene gebastelt. Die ist ein bisschen besser. Die brauche ich noch. Weißlauf-Dingens brauche ich auch noch. Mein Skuma kriegst du nicht. Das ist meiner. Auch kein Fall. Mein Alkohol kriegst du auch nicht. Das ist meiner. So, mehr habe ich gar nicht, ne? Gar nicht wirklich Sachen zum Verkaufen mitgenommen. Ist egal, 2000 habe ich eingesagt. Ich hoffe, ihr kommt wieder, um mit uns zu handeln. Sicher, ich finde bestimmt noch irgendwo Müll, den verkaufe ich dir dann. Also, gab es nicht hier irgendwo so ein mieses Arsch? Hier vorne links, oder vertue ich mich jetzt? Ist hier ein Kaiserlicher? Ich lüge nicht. Ich habe das Heulen der Werwölfe selbst gehört. Die Legenden sind wahr. Okay. Ja, Entschuldigung. Du bist? Ich glaube nicht an das Gerede, dass ein Schiffskapitän streng und unerbittlich sein muss. Ich will, dass meine Mannschaft ihre Arbeit gern tut. Okay. Durch Vererbung, wie meine Männer gern sagen. Ich kann sie nicht verübeln. Meine Mutter hat die Meeresböe mit ebenso eiserner Hand geführt wie ihren Haushalt. Ich habe versucht, neue Geschäfte aufzutun, den Respekt der Seeleute zu gewinnen. Aber ich habe immer noch Schwierigkeiten. Zum Beispiel unser letzter Handel. Ein paar fein gemahlene Salze der Lehrer aus der Akademie von Winterfeste. Jede Menge Profit, wenn man weiß, wem man es verkaufen kann. Okay. Seeleute, was sonst? Sie haben sich betrunken und am Ende die Ware in irgendeiner Höhle verloren. Wenn ihr keine Angst vor ein paar Erkundungstouren habt, zahle ich euch gutes Gold, um diese Salze zu bekommen. Bis zum nächsten Mal. Das kriegen wir sicher. Ey, wisst ihr, woran mich diese Quest gerade erinnert? So ein bisschen an Spellforce. Weiß nicht warum. Ich könnte dieses Schiff besser führen als dieser Junge, der sich Kapitän nennt. Vielleicht werde ich eines Tages was dagegen unternehmen. Oh, das hättest du mir nicht sagen dürfen. Also du stehst schon mal auf Abschussliste, Platz 1. Wenn euch das Segeln erst einmal gepackt hat, lässt es euch nicht mehr los. Ah, guck mal. Ich bin schon so lange Matrose. Ich könnte mit verbundenen Augen auf diesen Flüssen und Meeren navigieren. Das heißt, der carried hier. Der ist ein Großmaul. Der Kapitän hat die und Meeresböe der ist ein, Mutter geerbt.
Habe ich gehört. Vielleicht kann ich sie von ihm erben. Ja, ja. Und er hier... Ich wäre zu jung, um Schiffskapitän zu sein. Mann! Aber ich werde ihnen zeigen, dass sie sich irren. Und der Kapitän ist halt einfach nur ein Gutmensch. So, also, wo ist denn jetzt die Quest mit... Da, guck mal. Das beides brauche ich, das nicht. Das wollen wir noch machen. Also, ich weiß jetzt nicht, was ich hier tun soll. Was ist denn da vorne? Wer ist das? Ich dürfte jetzt im besten Falle nicht die Kaiserlichen angreifen. Das sind ja meine Kompagnons. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Unglaublich gut, kann ich dir sagen. Du. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Hier sind ja nur, Entschuldigung, hier sind ja nur, Freunde. Schon wieder ein Kaiserlicher. Hä, wir haben Dunstadt erobert und jetzt sind hier die Kaiserlichen eingezogen? Okay. Interessant. Und hier ist keiner? Doch. Nee, wir reden. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Wieso bist du... An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen könnten. Ich weiß... Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Bin ich. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tane. Oh ja, hab ich schon. Viel Glück. Hey, ich hab doch... Achso. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Pale. Glückwunsch. Das heißt Pale. Ich gewähre euch einen Huskarl sowie diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen über euren neuen Titel unterrichten. Sie sollen nicht denken, ihr seid Teil des einfachen Pöbels. Ich kann mich dran erinnern. Wer weiß, wer kennt die noch? Ich kenne die. Und zwar, das ist die, die mit dem Typ mit der schweren kaiserlichen Rüstung immer rumgelaufen ist. Und vorher war hier so ein alter Knacker. So ein richtiges Arsch. Da hustet wer. Geht es hier gut oder brauchst du Medizin? Warte. Ich hab Medizin. Madena. Welche Dummköpfe spielen so mit Feuer? Ich. Könnte man so sagen. Der Jarl kann alles verlangen, aber ich setze keinen Fuß auf das Schlachtfeld. Ich habe im großen Krieg gekämpft und genügend junge Leben ausgelöscht. Das werde ich nicht noch einmal tun. Vor ungefähr 30 Jahren überfiel der Altmeri-Bund das Kaiserreich. Es war ein Überraschungsangriff, den niemand erwartet hatte. Okay. Sie nahmen schließlich die Kaiserstadt ein. Ich war dort und tötete junge Elfen mit Feuerbällen und Blitzen. Bei Akatosh. All das Blut. Der Geruch von verbranntem Fleisch. Das will ich niemandem mehr antun. Mhm. Warte mal, warte mal. Und wieder mal ein schöner Tag in Dämmerstern. Ja, okay. Okay. Mensch, jetzt weiß ich gar nicht, was ich hier machen soll. Ich meine, hier haben wir ja schon erobert. Und da ist er. Horik. Halbhand. Ja, der halbe Hahn. Und Huska. Ja, keine Ahnung, wo er ist. Ich dachte, ich wäre hier schon Tane gewesen, aber wie scheint noch nicht. Ja, muss ich mir mal überlegen, wenn wir wegholzen. Vielleicht finden wir in der Kneipe wen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde erstmal sagen, viel Spaß fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.